Hier sind AG1, die botanischen Lehrtafeln. Deswegen würde ich auch komplett AG1 bitten, nach vorne zu treten. Ihr habt ja schließlich alle mitgearbeitet. Ja, ich kann von meiner Seite aus sagen, wir hatten sehr viel Spaß. Es war eine sehr spannende 2 Tage für mich auch. Und damit gebe ich das Wort ab und halte diese Ananas für euch hoch und gebe das Mikro an meine Gruppe. Genau, also die Ananas spielt eine sehr wichtige Rolle bei uns. Und genau, wir haben, stellen euch jetzt den Realistic Prototype zuerst vor, der bei uns heißt Annotate, und zwar Annotate in Tech for Advanced Teaching Experience. Und unser Slogan dafür ist Innovate with Annotate, Juicy Annotation. Und genau, und danach folgt noch die Vorstellung des Funky Prototypes. Genau, der heißt ENIP, oder sag selbst ruhig. Okay. Ja, der heißt ENIP, Akronym für Ecology in Nature Immersive Pineapple Simulator. Das ist unser Maskottchen. Anastasia. Und wer genau hinschaut, sieht, dass ENIP eigentlich umgedreht ist für Pine. Also, mit ENIP Juice Up with ENIP Fruits in Motion. Was sich dahinter verbirgt, wenn wir noch genauer kennzeichnen. Genau, wir starten mit dem Realistic Prototype Annotate. Genau, unsere Persona, wir hatten 5 verschiedene Persona entwickelt, aber Grundlage für den Annotate war die Anna S. Sie annotiert die botanischen Lehrtafeln, aber nach kunsthistorischen Fragestellungen. Daran ist sie interessiert und will auch in dem Zuge eine eigene Begriffssystematik entwickeln, die eben auf Grundlage eben kunsthistorischer Fragestellungen operiert. Und sie kommt aus Portugal und annotiert deswegen in Portugiesisch, aber auch in Englisch. Haha. Ja, das war dann, wir haben auch Spaß bei der Arbeit gehabt. Genau, und das macht sie alles mit der tollen Online-Plattform namens Annotate, die natürlich standardkonform ist und uns eben genau bestimmte Standards bietet. Sie ist natürlich vernetzt und also auch mit anderen System vernetzbar, CMS-basiert, interoperabel, bietet natürlich Import- und Export-Schnittstellen, mehrsprachig und macht auch automatisierte Übersetzungsvorschläge. Ja, nachhaltiges Konzept mit Nestor wollen wir auch noch anbinden. Ist orientiert an semantischen Webtechnologien, W3C-konform mit Sparkle, RDF etc. pp. Und ist natürlich in Open Source entwickelt und steht auf GitHub zur Verfügung. Genau, das ist sozusagen unser Prototyp im Ganzen. Da haben wir mal versucht zu zeigen, also wir haben hier versucht, mehrere Sachen mit zu integrieren. Einmal sozusagen das Interface, das ist so ein bisschen das, was man in der Mitte sieht. Mit der Lehrtafel eben mit der Ananas. Also da sieht man so ein bisschen, wie wir auf dieses Ananas-Thema gekommen sind, weil uns, glaube ich, die Lehrtafel irgendwie am besten gefallen hat. Und genau, und drumherum sieht man so ein bisschen auch so, wie die Plattform sich konstruiert. Kernfunktionalitäten von Annotate sind der Metadateneditor, die Funktion für Bildannotation, ein Vokabulareditor, Import und Export von Daten und auch eine reine Bildähnlichkeitssuche. Genau, wir bieten natürlich auch eine Navigation an mit User-Login, Suche. Genau, das haben wir hier mal so angedeutet auf unserem Plakat sozusagen. Genau, also hier verschiedene, also in der Menüführung eben erreichbar, Import- und Exportfunktion, Suchfunktion, Vokabulareditor und natürlich auch Login, wo wir gerade im Login auch natürlich unser Profil verwalten können. Wir haben verschiedene Rechte, Rollen, die wir anlegen können, also zum Beispiel für Editoren, die eben auch das Vokabular nur annotieren können, aber Editoren, die auch nur die Bildannotation machen und so weiter und so fort. Man kann eigene Sammlungen anlegen, sehen, was man zuletzt bearbeitet hat und solche Geschichten. Genau, was haben wir dann noch? Genau, verschiedene Suchfunktionen, natürlich eine, ja, ich sag mal, Browsing-Funktion mit Filtermöglichkeiten, eben unsere Bildähnlichkeitssuche und eine Detailsuche können wir erreichen. Genau, Import-Export haben wir schon angesprochen. Genau, der Metadaten-Editor ist relativ klassisch sozusagen, bietet uns die Möglichkeit, Metadaten zu den zu den Lehrtafeln zu annotieren, und zwar einmal das manuell zu machen, aber wir haben hier auch so einen Bereich, wo wir aus der Annotation angereicherte Daten einfach schon darstellen können. Die müssen wir sozusagen nicht nochmal bearbeiten. Und natürlich auch noch den Bereich der externen Links, die sich auch aus den Annotationen speisen. Wir haben noch, würden gerne anbieten, dass es gibt eine Vorschlagsfunktion für automatisierte Bildaufteilung, also dass ein Algorithmus erkennt, wo sich hier sozusagen Bilder und Texte befinden. Die Markierung erkennt man jetzt vielleicht nicht ganz so gut hier oben. Genau, und vielleicht auch bei den Texten sogar unterschiedliche Texttypen auch schon erkennt.
Genau, die Bildannotation läuft dann so ab, dass man eben den Bildausschnitt dann eben ausgewählt hat und den dann halt weiter annotieren kann. Hier gibt es sozusagen auch nochmal Metadaten zur Annotation, also wie heißt sie, was ist überhaupt dargestellt, also es ist zum Beispiel handelt es sich um eine Vergrößerung, ist es ein Querschnitt, ist es irgendwie ein Längsschnitt, ist es eine Schemadarstellung, wird ein Zyklus gezeigt, bla bla bla, sowas alles. Genau, natürlich dazu auch noch eine freie Textbeschreibung, aber auch automatisiert erzeugte Informationen, zum Beispiel zu den Farbwerten, die man zu sehen kann im Vorder- oder im Hintergrund und auch zu den Maßen. Dann haben wir eben diesen Vokabulareditor, der halt sozusagen da, dass der jetzt der größte Witz daran ist, dass man die Inhalte, die man, also die Begrifflichkeiten, die man annotiert hat, sozusagen jetzt hier, die gesammelt werden, aber erstmal noch nicht weiter hierarchisiert sind, sondern natürlich einfach erstmal nur so rumliegen. Und ich habe jetzt hier mit diesem Hierarchisierungs-Editor, also Vokabulareditor sozusagen die Möglichkeit, so Drag-and-Drop-mäßig meine Begriffe zu sortieren, kann dann aber eben noch mit dem SCOS-Edit-Mode auch noch ganz professionell mit SCOS-basiert sozusagen dann mein Vokabular ordentlich editieren und zum Beispiel auch noch Begriffsbestimmungs hinterlegen und auch noch zu anderen Vokabularen matchen. Genau, das hängt, hatte ich ja schon erwähnt, dass das so zusammenhängt, ne, dass eben auch die Sachen, die man dann in dem Systematisierungseditor, in dem Anavox sozusagen bereitgestellt hat, kann man dann auch theoretisch wieder in die Annotationsmaske zurückführen. Genau, es gibt natürlich auch noch Browsing-Funktionen, ist klar, Volltext suchen, aber auch Detailsuchen für so User, die vielleicht auch gewohnt sind, so in einzelnen Feldern zu suchen. Genau, wir haben dann noch eine Bildähnlichkeitssuche, die soll so gestaltet sein, dass man einzelne Bildausschnitte nehmen kann und dann halt in anderen Datenbeständen auch suchen kann. Da könnte man sich vorstellen, dass man das eben zum Beispiel IIIF-basiert hinbekommt, dass man da sich zum Beispiel aus Prometheus oder so Bildinhalte reinholen könnte. Genau, und natürlich das Daten-Backend ist natürlich ein Triple Store, ganz klar. Und wir haben hier natürlich die Speicherung der Objektmetadaten, aber auch der Vokabulardaten im Triple Store. Genau, wir können, ja, das hatte ich ja schon gesagt, genau, Import, natürlich gängige Formate, CSV und so weiter, RDF kann man aber auch reinholen, IIIF natürlich, Export von Daten, auch klassisch CSV, aber auch natürlich alles andere. Und wir haben natürlich auch OAJPMH-Schnittstellen und alles und Rest und IIIF und so weiter und so fort. Genau, gut, dann gebe ich mal ab an den Funky-Prototype. Genau, unser zweiter Prototyp war der Funky-Prototype, also wie schon gesagt, Ecology in Nature Immersive Pineapple Simulator, kurz ENE. Und wir sind hier auch ausgegangen von den botanischen Lehrtafeln, die uns zur Verfügung standen und die Persona auf der nächsten Folie, danke, war Tine V. Und zwar ist Tine V. Innenarchitektin, die von sich selber behauptet, sie sei 39 Jahre alt. Und ist immer auf der Suche nach neuen Ideen, kreativen Einrichtungsmöglichkeiten und hatte dann eben vor, Animationen von Pflanzen und Früchten, beispielsweise Ananas, für Hotels zu kreieren, was man natürlich auch in Museen weiterverwenden kann oder für alle möglichen anderen Vermittlungsformen. Genau, wir haben dann basierend auf diesen botanischen Lehrtafeln ein interaktives, immersives Erlebnis geschaffen, wo Wissen mithilfe von allen Sinnen vermittelt wird. Also man kann selbst als Anwender eine Ananaspflanze beispielsweise züchten, aber auch verkommen lassen. Man kann erleben, wie die verschiedenen Stadien der Ananas sich verhalten, wenn man unterschiedliche klimatische Bedingungen schafft oder da die Einflussfaktoren ändert. Und damit lassen sich eben diese komplexen Zusammenhänge von Klima, Wachstum auch an verschiedenen Orten der Welt nachvollziehen, auch Langzeitprozesse, die man dann eben zum Beispiel im Timelapse ablaufen lassen kann und möglicherweise entdeckt man dann dadurch auch ganz neue Forschungsansätze. Genau, die Kernfunktionalitäten, also dieses Erlebnis ist eine holographische Darstellung der Ananas und ihrer Wachstumsstadien, die man eben durch diese verschiedenen Klimafaktoren beeinflussen kann. Der Clou an der Sache ist, je nachdem, was man für ein Fruchtstadium oder für ein Pflanzenstadium hat, das wird dann an einen Raumduftgenerator weitergegeben. Also es riecht dann entweder schön fruchtig nach Ananas, wenn man Pech hat, riecht es auch nach verfaulter Ananas. Und das Tolle daran ist, wenn ich mit dieser holographischen Darstellung eine Pflanze oder eine Frucht geschaffen habe, kann ich mir dann auch selbst einen 3D-Druck davon herstellen und den als Takeaway mit nach Hause nehmen. Genau, und jetzt zeigen wir gleich nochmal, wie das genau funktionieren soll. Das ist übrigens schon der 3D-Druck, den wir schon prototypisch angestellt haben. Gut, jetzt
zeige ich euch noch, wie wir das uns da als konzeptionelles Modell gedacht haben, ausgehend von den Lehrtafeln hier in der Mitte oder links stehend, wollen wir von dem 2D-Medium ins 3D-Medium kommen. Dafür brauchen wir natürlich eine Bilderkennung, die algorithmisch gesteuert werden soll. Das Ganze, wie das Ganze im Einzelnen aussieht, das müssen wir sozusagen nochmal durchdenken, aber neuronale Netze sind auf jeden Fall sehr wichtig dafür. Die dafür erforderlichen Daten sollen natürlich cloud-basiert abgelegt werden und auch abrufbar sein. Das Ganze wird nach außen hin geöffnet im Sinne von Open Data, und das ist sozusagen der technische Background, den wir auf Backend-Seite haben. Benutzerinnen und Benutzer soll die Möglichkeit gegeben werden, in sehr interaktiver Weise das Ganze zu steuern, also Klimadaten eingeben zu können, Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc. Durch den Klimasimulator. Ja, da kann man diese ganzen einzelnen Wettereinflüsse eingeben. Man kann auch nach Weltregion auswählen, was für ein Wetter simuliert werden soll, zu welcher Jahreszeit, in welcher Region. Und das Ganze muss natürlich auch algorithmisch gesteuert werden, wie wir hier sehen. Das Ganze wird dann ausgegeben in einem Hologramm. Also man sieht sozusagen simuliert den Zustand der Ananas oder Ananaspflanze, je nachdem wie die Auswahl der Klimadaten durch den Benutzer oder die Benutzerin erfolgt. Und das Ganze ist dann zyklisch, also wir sehen unten beginnen sozusagen mit den Samen und der Pflanze, die langsam wächst, größer wird bis hin zur Blüte, bis zum Heranwachsen der Frucht. Auch Einflüsse der Fauna werden mit simuliert natürlich, und das Ganze wird sozusagen, der Ist-Zustand wird dann immer in dem Hologramm angezeigt, den wir da als Benutzer oder Benutzerin eingeben. Und dieser Zyklus natürlich als Timelapse ausgegeben. Ja, bis hin zum Verfaulen, was dann auch möglich sein wird durch das Hologramm. Der angesprochene Raumduftsimulator soll das immersive Erlebnis noch vertiefen, indem wir nicht nur optisch und interaktiv mit dem System arbeiten, sondern eben auch olfaktorische Reize bekommen. Und zu guter Letzt auch als interaktives Element dann den Zustand, den wir durch das Hologramm abgebildet haben, auch als 3D-Druck, wie hier, wie wir das schon einmal prototypisch umgesetzt haben, dann auch mit nach Hause nehmen zu können. Das ist unser Modell und wir suchen Geldgeber dafür. Ah ja, die Pfeile hat noch gefehlt. Das war's.